Ja, die EVA Aachen ist ja schon sehr lange traditionsgemäß in der Luft- und Raumfahrt forschungsmäßig unterwegs. Und wir stehen ja jetzt hier auch neben der Stemme. Das ist unser motorisiertes Segelflugzeug, wo wir Versuche mitmachen können, auf höchstem Niveau forschen können und den natürlich auch in der Lehre einsetzen. Und das sind hervorragende Voraussetzungen für die Fachhochschule Aachen, hier mitzutun. Und ich glaube, diese Voraussetzungen, die befähigen auch diese Region, hier wirklich Impulse setzen zu können. Ach, ich kann mir das gut vorstellen. Wir haben es ja eben in der Animation gesehen, dass hier Forschung, Innovation und dann Kooperation mit Industrieunternehmen, Ansiedlung von Unternehmen oder Gründung von neuen Unternehmen hier auf dem Flughafen oder im nahen Gelände vom Flughafen vollzogen wird. Also das, was die Luftfahrt die ganze Zeit einschränkt, gerade mit Zubringerflügen nicht von großen Städten zu großen Städten, sondern zu den vielen anderen Kleinstädten und Ortschaften, ist eingeschränkt deshalb, weil wenige das Privileg haben, schnell zu reisen und viele stören durch den Lärm. Und deswegen haben wir uns überlegt, was ist die wichtigste Entwicklung, der wichtigsten Fortschritt, den wir brauchen, um diesen Widerspruch aufzulösen, dass wir keinen stören, wenn wir schneller, eleganter reisen. Und das ist das Fliegen leise zu machen. Deswegen war die große Forschungsfrage, geht überhaupt leises Fliegen? Was Sie als Anwohner, als Nachbar, wenn da drüben auf der Startbahn, auf der neuen Startbahn ein Silent Air Taxi starten würde und ich würde mich jetzt rumdrehen, dann würde ich das nicht hören. Dann müssten Sie mir sagen, der ist gerade gestartet. Das heißt, es würde keiner gestört. Das ist die Grundidee. Und das war die Forschungsfrage und die können wir mit Ja beantworten. Es geht theoretisch, es geht jetzt prototypisch, es geht in wenigen Wochen auf den Prüfstand von Professor Jeschke. Und dann geht es auch im Flugzeug. Und das wollen wir mit dem Silent Air Taxi erreichen. Also der Flugplatz hier, der hat ja eine Weile einen Dornröschenschlaf gehabt. Ne? Mehr für die Sportfliegerei und für den ADAC auch. Und die Frage ist immer, was sind so Tipping Points? Ab welchem Punkt kommt eine Entwicklung entgangen? Ja, und ich denke also hier für Merzbrück, dass die Landebahn jetzt geteert ist, das ist zunächst mal nur eine kurze geteerte Landebahn, aber ich glaube, es ist genau der Tipping Point, ab dem sich was bewegen kann. Also ein Signal, was Leuten sagt, du kannst jetzt hier nicht nur landen, sondern hier gibt es auch ein tolles Gewerbegebiet, wo die Luftfahrt eingeladen ist, Geschäft zu machen. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, diese verschiedenen Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft einfach an einem Strang ziehen zu lassen und dann wirklich auch die Potenziale in Merzbrück zu heben. Und das ist so ein Stück weit unser Kerngeschäft. Wir machen ganz viel Netzwerkarbeit, das heißt, wir bringen die Leute zusammen über ganz verschiedene Formate, über Workshops und verschiedene Veranstaltungen. Aber ich glaube, das persönliche Gespräch ist immer ganz wichtig und wir versuchen, diesen Prozess halt einfach zu moderieren, dass dann wirklich die Bedarfe der Wirtschaft auch dann klar gekennzeichnet werden, dass dann auch entsprechend die Wissenschaft der Transfer funktioniert und genau, das sind so die Dinge, die wir tun.